Hallo zusammen, wir werden heute zum ersten Mal Frage, Rede, Antwort senden. Und zwar geht es um die Feinde deiner Feinde Gold Edition und die ganze Tour-Ära außen drumherum. Und daraufhin haben sich ganz, ganz viele Leute gemeldet mit teils blöden Fragen. So blöd werden auch die Antworten sein. Und teils auch sehr gewieften Fragen. Aber ich glaube, die haben wir ziemlich schnell durch, denn die Antwort kennen wir. Und somit fangen wir an mit... Was können wir denn auf dem neuen Album, beziehungsweise auf dem erschienenen Album, jetzt in der Gold Edition denn erwarten? Was wird es da Neues geben? Ja, lieber Timo, von der Feinde deiner Feinde Gold Edition kannst du dir einiges erwarten. Und zwar wird es jede Menge neue Songs geben. Fünf, ganz genau. In ganz fünf. Dann wird es ein Making-of geben der Albumproduktion. Dann natürlich die Feinde deiner Feinde Live-Songs, die wir auch so 2012 auf der Tour live gespielt haben. Dann gibt es dazu brandheiß und richtig geil die Tour-Doku. Der Film, richtig. 2,5 Stunden dauert er, knapp, also eigentlich eine ganze komplette DVD. Ich glaube, jede andere Band wird mal einfach die DVD rausbringen. Wir haben das kombiniert. Wir haben gesagt, Freunde, lass uns auch deswegen, weil wir so bereits schon nach 2,5 Monaten Goldstatus erlangt haben mit dem letzten Album. Danke euch allen übrigens dafür. Ist ja nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Haben wir uns gedacht, lass uns das als Gold Re-Edition nochmal rausbringen. Auch für die Leute, die Freiweg noch nicht kennen, vielleicht aber auf der Tour erlebt haben. Und zwar möchte man denen ja auch die eigentlichen Feinde oder Feinde Songs nicht vorenthalten. Natürlich wird der ein oder andere sagen, hey, musste das sein? Ich habe doch schon die Limited Edition mit dem Making-of-Video dabei oder mit der Making-of-DVD dabei. Aber hey, ihr kriegt jetzt dafür 5 neue, brandneue Songs mit dem Übersong unseres Erachtens nach Schlagzeile groß, Hirn zu klein, der ganz bestimmt für viel Aufregung sorgen wird, wie immer. Und ansonsten natürlich 2,5 Stunden Roadmovie rund um eine Tour. Wir freuen uns und ich glaube, dass jeder Einzelne, der das Teil, dieses edle Ding dann in den Händen hält, genauso empfinden wird. Ein super Booklet ist dabei mit grandiosen Bildern. Und 4 Rohlinge im Design einer goldenen Schallplatte. 4 Stück. Echt Gold? Ja, ich glaube, meine schon. Also muss man sich fast 2 kaufen, eine zum Aufhängen und eine zum, oder? Ja. Eigentlich. Dann zu meiner nächsten Frage. Was können wir denn auf der neuen Tour erwarten? Was wird es Neues geben? Gibt es große Überraschungen? Oder was wird es geben? Im Endeffekt eine Band, eine gewillte Band, die ihre Songs zum Besten geben wird. Dann hammermäßige Stimmung, wie immer eigentlich. Sicher neues Set, absolut. Neues Feuer, genau. Neue Supportband. Ja. Und neue Hallen, richtig. Und ob es dann noch zu großen Überraschungen kommt, weiß man noch nicht. Aber lasst euch überraschen. Grüß euch, Freiwild. Und zwar, da habe ich 2 Fragen. Erste Frage bezieht sich auf die Gold Edition. Und zwar, laut EMP sind ja 2 CDs und 2 DVDs dabei. Jetzt habe ich die Frage, ist auf der zweiten CD Live-Material um oder werden wir komplett neue Songs kriegen, wie bei der Gegengift 10 Jahre Edition? Waren da Lieder drauf, neue? Eigentlich nicht. Da bist du nicht so ganz im Bilde, glaube ich, oder zumindest vielleicht auch wir nicht. Aber ich glaube nicht, dass auf der DVD sonderlich neue Lieder drauf waren. Die DVD hat, glaube ich, darin bestanden, dass es darum ging, über 10 Jahre Tour-Doku. Demzufolge haben wir aber eine CD2 dabei, wo es eben 5 neue Songs gibt. Die Songs sind spitze und ihr könnt uns aber vertrauen, dass sie auch spitze sind. Und meine zweite Frage wegen der Feinde deiner Feinde Gold Retour. Freut euch schon auf Graz. Also ich freue mich schon fix und wir werden uns eindeutig sehen. Grüß euch.
Lieber Roland, wir freuen uns immer auf Österreich, auf unsere Nachbarn. Ist immer eine Freude, in Österreich zu spielen. Und von dem her wird auch in Graz die Halle beben. Und wir sind schon gespannt. Und ja, wir freuen uns auf Graz. Graz. Ich freue mich deswegen auch noch ein bisschen mehr auf Graz als zum Beispiel vielleicht auf andere Städte, weil wir da noch nie waren. Richtig. Das wird ja auch schon was sagen. Man muss sich ja auch ganz klar vor Augen halten, dass man durch die Band halt einfach auch Orte bereist, Städte sieht, Leute kennenlernt, wo man vielleicht sonst gar nicht hingekommen wäre. Wien, so weiter kennt man, Innsbruck, Salzburg. Graz sind viele, viele Studenten. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch ein ganz, man kann sagen, schon fast ein bisschen Heimvorteil haben, weil ja viele befreundete Leute in Graz studieren, sind ja ganz viele in Graz. Und deswegen freut man sich ganz besonders auf Graz. Und deshalb glaube ich auch, werden sicher ganz viele neue Leute auch kommen. Hoffen wir halt mal. Und wir glauben, dass Graz sehr, sehr groß wird. Weil die Halle ist schon beachtlich groß. Wien ist eigentlich nicht so weit entfernt. Und demzufolge, glaube ich, können wir uns da auf ein großes Fest einstellen, Freunde. Graz wird kommen. Graz wird kommen. Hallo, meine Frage ist, ob ihr nächstes Jahr eventuell Open-Air-Konzerte spielt. In der Wuhlheide, in der Lorelei oder in Grevenhainichen. Kommt darauf an, nächstes Jahr wäre ja 2014 dann. Da möchten wir halt, wenn es ginge, auf dem Jägermeister Open Air spielen. Das würde mir gefallen. Für den Support. Und man teilt sich ja da so ein bisschen auch das Logo, muss man sagen. Was natürlich schon ein bisschen zusammenschweißt, wie man der Berichterstattung der letzten, Wochen gemacht. Als sehen kann. Wir werden 2014 jetzt einfach noch nicht wissen, was passiert. Es ist einfach noch zu früh. Wir werden schauen, lieber Thomas. Ich glaube, 2014 ist noch ein ferner Stern. Und jetzt nehmen wir uns erstmal den Stern 2013 vor. Und deswegen nächste Frage. Danke, Thomas. Hallo Freiwild. Im Vorfeld zur Tour wurden erneut Stimmen laut, dass eure Ticketspreise so gestiegen sind. Da steckt ja bestimmt ein riesiger Tross hinter. Ihr wollt den Fans ja auch was bieten. Was sagt ihr dazu? Ja, natürlich ist der Ticketpreis angestiegen, steht aber in unseres Erachtens in keinem Verhältnis zu dem, was wir auch im Endeffekt an Produktionsaufwand haben. Dass eine Produktion mit zig Nightlinern und mit zig LKWs, das ihre kostet, ist ganz klar. Dass dadurch, dass man früher auch mit unter 20 Euro Eintrittspreisen irgendwie eine Tour gefahren hat, liegt schlichtweg daran, dass es da von dem ganzen Spektakel drumherum halt einfach auch nicht das gegeben hat, was es jetzt halt gibt. Und da spreche ich jetzt zum Beispiel von Pyro, da spreche ich von großen Bühnen, da spreche ich von bei der Christmas-Tour vorletztes Jahr von LED-Wänden, von megalauten Anlagen, von der ganzen Crew, über Köche, Sicherheit, Securities, die Hallenmieten und so weiter. Das ist alles im Verhältnis, wo man sagen muss, da steckt man jetzt schon eigentlich auf derselben Größe vom Aufwand, wie es andere Bands halt die 70 oder 60, 70, 80 Euro verlangen drinnen. Von dem her glaube ich, dass der Preis mehr als gerechtfertigt. Und ein bisschen was soll ja auch übrig bleiben, Freunde. Man lebt ja nicht vom Brot alleine. Und selbst das kostet Geld. Jägermeister ist teuer. Ja. Jägermeister ist teuer, genau. Hallo liebes Freiwild-Team, wir sind Fabian und Julian. Unsere Frage lautet: Welche Vorband habt ihr für die Goldrehtour besorgt? Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Video in eurer Show erscheinen würde. Viele Grüße, eure Nachwuchsrocker! Lieber Fabian, lieber Julian, wir haben für die Show in Österreich Shows in Österreich, muss man sagen, Hangar X eingeladen. Für die weiteren Shows haben wir Jury and the Saints. Die sind aus Neuseeland, nehmen gerade ein Album auf. Bei uns in Roslau im Studio oder bei Alex. Ja, und was machen die für eine Richtung von Musik? Ja, es ist so sehr punkig, glaube ich. Auch vielleicht von den gewissen Sachen her, muss ich sagen, erinnert es mich
auch so vom Gesang her militär ein bisschen. Es ist sehr melodisch und ich glaube, dass es ein mega guter Act ist und ich freue mich richtig drauf, aber seht dazu jetzt einfach mehr. Wir schneiden das jetzt einfach mal kurz ein bisschen was rein vom Video und ihr werdet die Jungs lieben. Ich wollte fragen, was auf der CD ist, sprich neue oder alte Lieder, vielleicht auch Live-Lieder und was auf der DVD ist. Danke für eure Antwort. Ciao. Alle Songs, die wir live gespielt haben von der Feinde deiner Feinde CD auf der Feinde deiner Feinde Tour, die gibt es auch live auf der Gold Edition. Und zuzüglich halt noch 5 neue, wirklich komplett neue Songs. Das ist CD 2, auch voll bis unter das Dach und ich glaube, du findest einen Gefallen dran, weil es uns auch gefällt. Ja, genau. Welche Konzerte werden die größten sein und welche sind schon voll? Ja, lieber Christian, alle Hallen oder beziehungsweise alle Konzerte sind groß und alle Hallen sind schon voll. Du bist zu spät dran. Nein, du kriegst noch Karten, aber wenn ich du wäre, würde ich mich beeilen. Und ja, es sieht gut aus. Freu dich. Wir sind Joel und Zedi aus der Schweiz und wir haben jetzt eine Frage für euch. Ich glaube, wir sind auf der nächsten Feinde deine Feinde Goldring Tour. Manche sehen uns aus. Wenn ihr euch für uns entscheidet, dann bringen wir euch mal beste Schweizer Schützengarten-Bier mit. Zum Wohl. Die möchten gerne den Hupen-Song. Wahrscheinlich hätten sie auch gerne ein Video davon. Ja, wir auch. Was wir leider nicht machen können, weil bei den Live-Konzerten einfach zu wenig Hupen zum Vorschein kommen. Nackte. Ja. Aber den werden wir auch nicht live spielen, solange keine Hupen zu sehen sind. Ja, das wird natürlich passen, wenn viele Hupen sichtbar wären. Dann könnte man den schon mal anstimmen, muss man sagen. Es ist auch schwierig, mit dem Auto reinzufahren. Man könnte nicht mit dem Auto reinfahren. Also deswegen draußen hupen, draußen hupen. Gas geben. Okay. So, Freunde, nachdem wir wirklich weit über 50 Videos eingeschickt gekriegt haben, die eigentlich um dieselbe Frage kreisen, worum geht's in den neuen Songs? Das sparen wir uns jetzt, die ganzen Videos einzublenden, auch wenn ein paar lustige dabei sind. Und ich frag einfach so drauf los, Jonas, worum geht's in unseren neuen Songs? In diesem Song, Lauf deinem Traum nicht hinterher, geht's einfach um Träume, die man auch verwirklichen kann. Zum Beispiel ferne Ziele oder Errungenschaften, Wünsche, was natürlich nicht immer einfach ist. Und dieses Thema begleitet uns auch ein Leben lang und steuert auch unser Wohlbefinden und unser Glück, ob man es will oder nicht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Song. Der heißt Lass dein Leben niemals los. Und in diesem Song geht es um das Thema, wie kriege ich die Schlinge wieder aus meinem Hals oder von meinem Hals. Und die Botschaft, Leute, Kopf hoch, weiterkämpfen. Ich weiß, oder wir wissen, es ist nicht immer einfach, aber mit Wille und vereinten Kräften kann man vieles schaffen. Und ja, ein geiler Song, straight, schnell und ja, einfach in bester Freiwild-Manier. Und es gibt ein paar Leute, die den jetzt schon kennen, den Song, und der musste unbedingt drauf. Der hat einfach noch irgendwo da mega gut hingepasst und gefehlt, genau. Der nächste Song heißt Mal sind, mal waren wir mal. Ja, Glaube, Sinn, falsche Illusion, getrübte Gedanken passen zu jedem von uns.
sowie auch das Wissen, nicht alles zu wissen, sondern nur zu vermuten oder eben nur zu glauben. Schwierig. Hört euch den Song an und ihr werdet den Zusammenhang verstehen. Ja, einer der ganz bestimmt stärksten Titel, und dieser hätte es auch zu 1000% auf das eigentliche Feinde oder Feinde Album geschafft, trägt den Namen Weder Gott, Weder die Hölle. Ich glaube, wir Menschen haben ein großes Problem. Wir verstecken uns in uns selbst, nehmen uns in unserer Seelengedanken manchmal selbst gefangen, verbarrikadieren uns zu Hause, wo auch immer, auch wie gesagt in unserem eigenen Körper, und stellen dabei fest, dass es eigentlich ein sich zurückziehen ist, wo eigentlich der Wille dahin geht oder sich danach sehnt, in Freiheit zu leben, nach Glück zu suchen, nach Freude, nach Geborgenheit, nach Freundschaften und so weiter. Und wir haben eigentlich auch für uns selber festgestellt, dass es eigentlich der Holzweg ist, den man leider Gottes von Natur aus manchmal eingehen kann und neigt dazu. Wir haben gesagt, Weder Gott, Weder die Hölle soll ein Song sein, der einen kleinen Befreiungsschlag liefern kann. Für uns jedenfalls klappt es immer. Und der Song gibt sowohl uns und wahrscheinlich auch euch neuen Mut, neue Kraft und ist so da das letzte Aufgebot, sich frei zu machen vor der Dunkelheit. Und der Song knallt im Mittempo daher, hat eine sehr schöne Bridge, hat einen geilen Rhythmus und finde ich wirklich sau stark. Und ich weiß, dass er euch gefallen wird. Der letzte Song, mit Abstand stärkste Song, finde ich, und auch in guter Laune eigentlich, muss man sagen, sehr ironisch verpackt, glaube ich, wird der Song Schlagzeile groß, Hirn zu klein sein. Allein schon vom Anfang des Liedes, Freiwild hinter Mauern mit kubanischen Gittern, hört ihr unser Lachen, spürt ihr unser Zittern, merkt ihr nicht, was geht, ihr dummen Feindbildjäger, fehlerfreie Besserwisser, ewige Ankläger. Ich glaube, ihr kennt die Richtung. Führer, zieht euch mehr. Es waren einfach die krassesten Medienzitate und Aussagen, auf die wir eine Reaktion zeigen mussten. Harter Stoff, ganz gewiss kontrovers, aber mit Sicherheit die Wahrheit. Seit langem wieder mal ein Song mit Einspielern. Aber wir sind der Meinung, man muss einfach den Leuten erklären und danach zeigen auch, wie die Seelen dieser kranken Leute ticken. Dass Verlogenheit und Hetze im deutschen Mediengeschwür primär die Headlines einnimmt und auf alleroffenste Ohren trifft, hat uns zu diesem Song veranlasst. Wir kennen die Reaktionen daraus, wir kennen die Folgen aus diesen Berichterstattungen. Und dachten uns, der Song muss einfach sein. Er wird auch nichts verändern. Die Zukunft wird ähnlich bleiben wie auch bisher, solange dieses Thema so ausgeschlachtet wird. Nichtsdestotrotz, wir sahen es als unsere Pflicht an, den Leuten mitzuteilen, wie dieses System aufgebaut ist. Haben das jetzt gemacht. Und deshalb unser Lied zu diesem Schwachsinn. Schlagzeile groß, Hirn zu klein. Hallo, wir hätten da mal so eine Frage. Und zwar, geht ihr euch nicht gegenseitig auf den Sack, wenn ihr euch 24 Stunden am Tag seht? Nein, wir gehen uns nicht auf den Sack, aber blauen Augen verheilen. Genau, so sieht's aus. Hallo Freiwild und hallo Freiwild-Kollegen. Ich möchte gern von euch wissen, ob ihr euch eigentlich alle einig wart, die Feinde deine Feinde Gold Retour zu machen, oder ob es jemanden gab, der eigentlich eine andere Idee gehabt hätte. Natürlich waren wir uns alle einig, diese Gold Retour zu machen. Und wenn du so fragst, ich denke, da wird jeder Einzelne, der dieser
FDF-Tour und Christmas-Tour beigewohnt hat, ganz klar sich unserer Meinung anschließen. Das musste ganz einfach auf Video herausgebracht werden. Es waren einfach zu viele Emotionen, zu viele schöne Momente, zu viel Informatives, wo wir einfach keine andere Wahl hatten. Und deswegen, ich glaube, die Idee, die kam bei uns jedem Einzelnen von vornherein. Wir saßen da zusammen und haben gedacht, scheiße, jetzt war zwar erst die Live in Stuttgart DVD gebracht, aber das ist ja nochmal um ein Vielfaches größer. Und das war bis dato die größte Tour, die wir als Band gemeinsam gefahren haben. Und ihr wart live dabei und deswegen auch die Gold Edition und die Retour und deswegen auch ein paar neue Songs. Und auch bei denen wusste er ganz genau, die müssen mit drauf. Ja, zur Geschichte, auf die Frage, die ganz oft gestellt wurde zum Witful Force und zum Song Schlagzeile groß, Hirn zu klein und auch zum Echo. Ich glaube, da wurde so dermaßen viel gesagt, auch von Seiten der Medien wurden diese Themen so dermaßen ausgeschlachtet. Wir gehen auf das ein, wo wir sagen, da stellen wir uns dahinter und das ist der Song Schlagzeile groß, Hirn zu klein. Ganz klar, der musste sein und das war dieser bekannte Finger in die Wunde, den mussten wir mal einfach reindrücken, keine Ahnung. Schlagzeile groß, Hirn zu klein, war ganz, ganz wichtig. Sau gutes Video und wir sind erstaunt, dass er da innerhalb von 3-4 Tagen über 500.000 Klicks hatten. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Danke jedem Einzelnen, der geklickt hat. Danke euch allen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns auf der Show und sonst spätestens mal wieder hier bei Rede, Frage, Antwort. Tschüss, Servus. Servus. Finde dich ja selbst und erfolg dir Glück und Frieden.